Wir haben viele tapfere Männer verloren. Doch ihr Opfer ist nicht vergeblich. Unsere Panzer bilden jetzt einen Ring aus Stahl, der mächtig genug ist, jeglichen deutschen Widerstand unter seinen mächtigen Ketten zu zermalmen. Heute werden wir sehen, wie Seele fällt. So wie jeder, der verrückt genug ist, sich uns in den Weg zu stellen. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Johnny und es geht weiter mit Call of Duty World at War. Mission Blut und Eisen. Seelower Höhen und yes, wir fahren mal einen Panzer. Wieder was ganz anderes. Okay, da ist der Flammenwerfer. Super, wir zerstören mal lieber unseren Panzer hier nicht, ne? Da sind schon ein paar Gegner. Shit, okay, das war schon ein Panzer von uns hier, der kaputt gegangen ist. Dann zerstören wir die halt hier mit Flammenwerfer mal, ne? Vielleicht ist da noch jemand drin. Haben die auf jeden... Oh, da oben. Den machen wir mal kaputt. Haben wir den kaputt gemacht? Oh, shit. Das ist nicht gut gewesen. So, reichen wir euch mal hier aus. Oh, nicht gut, nicht gut. Jungs. Wie muss ich denn hier vorgehen? Ich sehe ja kaum was. Oh. Was ist denn das bitte hier? Ich sehe ja nicht mehr, wo ich lang muss. Oh. Leute. Dann fahrt ihr mal vor. Ja. Das ist ja schon mal sehr nice. Gibt's doch gar nicht. Ja, Flammenwerfer, ich weiß. Auf jeden Fall sieht das Feuer ziemlich nice aus. Muss man mal hier sagen. Weg mit euch. Ja, die zerstören. Alter. Warum hat der das überlebt gehabt? Ey, was ist denn das? Wie kaputt. Wow, das war wieder knapp. Oh, da ist ein Panzer, okay. Ey, die kriegen uns jedes Mal, okay. Gut, dann warten wir halt mal. Ab, bis unsere Panzer mal vorfahren. Los. Ja. Wisst ihr was? Ich hab da echt keinen Bock drauf, wisst ihr das? Ich werde sowieso gleich zerstört. Aber ich hab ihn doch zerstört. So, dann räuchern wir euch mal hier mit Feuer aus, ja. Macht das scheiß Ding da kaputt. Ich hab dir gesagt, das scheiß Ding kaputt machen da. Warum kriegt ihr das nicht hin? Und wo schießt denn hier noch einer die ganze Zeit? Ich versteh's nicht. Wo denn? Gibt's doch gar nicht. Ja, schön. Hab ich überhaupt nicht gesehen, den scheiß Panzer da hinten. Oh. Unfassbar, schon fast zerstört. Ach, ich bin wieder ganz, das ist gut. Ich höre da mal auf zu meckern. Oh, shit. Oh, fuck, ich bin wieder richtig getroffen. Entschuldigung, das sagt man hier nicht, ne? Blöder Panzer da. Ey, das... Hier wird man so bombardiert, ne? Kann man gar nichts mehr machen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier sagen soll. Weil es irgendwie voll schwer ist. Ich weiß nicht wieso, aber das ist irgendwie schwer. Ich fahre einfach mal hier wie ein Behinderter. So, den haben wir zerstört. So, und unser Fahrzeug ist auch mal wieder ganz sehr logisch. Bam, kaputt. So, du bist auch kaputt, hä? Egal, wir machen dann lieber mal den Panzer da kaputt, oder? Ich wollte gerade sagen, warum der nicht kaputt geht, ne?
Bam, jetzt habe ich ihn getroffen. So, da aber noch nicht. Hey, warum geht er nicht kaputt? Geht doch. Und da auch nochmal. Bam. So. Ausräuchern. Geht kaputt. Boah, wurde aber auch Zeit. Oder sind das unsere? Ne, sind feindliche. Das war wieder knapp. Kriegen wir das nicht kaputt? Bam. Doch, okay. Das Feld, da liegen bestimmt auch irgendwelche Typen rum. Oh, das. Wo? Hat jetzt gerade eben Dingens hingeschossen. So, jetzt haben wir alle kaputt gehauen. Ist hier noch irgendwo ein Panzer oder wo müssen wir hin? Okay. Wo? Guck mal. Habt ihr das gerade eben gesehen, wo es hingeschossen hat? Na, auch kaputt. Yes. Auf jeden Fall. Dann fahren wir mal hier weiter. Ja, der Anfang war ziemlich scheiße, muss ich sagen. Sind das gegnerische? Nein, das sind unsere. Okay, ja, da sind gegnerische. Bam, kaputt jetzt. Oh, nee, das müssen wir nicht kaputt hauen. Oh, nein, 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 nicht gut. Boah. Gerade so noch hinbekommen. Das wieder ein blöder Bogenturm. Bogenturm, sag ich schon. Nein, es ist natürlich. Oh, das haben wir gerade den Raketenwerfer. Ey, möchtest du nicht mal kaputt gehen? Boah. 4 oder 5 Schuss, ne? Geht der kaputt da hinten? Oh, ich treffe den nicht, ne? Oh, das war. Ne, knapp war das nicht, sondern der hat mich ja getroffen. Kaputt, gut. So, geh kaputt, Mann. Geh kaputt, danke. Jetzt müssen wir die noch da alle zerstören. Ah, gut, jetzt habe ich den bekommen. Flamme vergeht ja leider nicht so weit, oder? Doch, der geht schon ziemlich weit. Oh, da ist auch noch ein Panzer. Shit. Ah, der ging aber schnell down. Ja, nee, 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 nee. So. Alter. Gibt's da nicht. Ich fackel da rein und die überleben das alle. Scheißegal jetzt. Ist jetzt scheißegal. Okay, die haben mich jetzt doch ziemlich gut getroffen. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich fackel die doch schon alle ab. Fahren wir halt mal zu dem dahin. Ach, da vorne ist das okay. Das ist hier nur vorne. Okay, scheiß auf die. Ist jetzt egal, wir fahren zum Bahnhof. Was? Ich sehe da nichts. Sind die hier versteckt oder was? Wow, wow, wow. Ist nicht gut hier. Wir fahren mal lieber andersrum. Oh. Okay, so fahren wir zurück, bitte. Ach, das ist nicht schön hier mit Panzer fahren. Ich will hier nicht sterben. Warum sagt denn keiner, dass wir hier links mussten, hä? Och, fuck, ey. Jetzt bin ich hier alleine gegen die, oder was? Und ich sehe die Panzer noch nicht mal. Oh, doch, da. So, du bist kaputt. Ich muss das echt hier alleine machen, ne? Ah, die ganzen Bäume zerstören hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, ich wurde schon wieder getroffen. Bam, zerstör alles hier. Ah, gut, das habe ich noch bekommen. Wir scheißen auf den Panzer da. Wir fahren jetzt einfach weiter.
Oh, das wird aber eine lange Folge hier. Ja, aber das ist nicht schlimm. Hier geht's hier richtig ab. Wir haben jetzt zum Glück noch ein paar Jets hier fliegen, die uns helfen. Ob die uns jetzt wirklich auch helfen tun? Boah, ey, der braucht aber lange. Komm. Dich krieg ich doch irgendwie down. Geh kaputt. Weißt du was? Ich fahr jetzt wieder weiter. Und greif die vom Rücken ein bisschen an. Das sind doch einige mehr als gedacht. Shit. Hier sind einige. Kaputt, gut. Kaputt. Komm schon, du auch noch. Komm. Yes. Gut, die können uns mal den Buckel runterrutschen. Die da links gewesen sind. Fahren wir überhaupt hier richtig? Oh, den müssen wir kaputt machen. Ja gut, wir fahren richtig. Haben die zerstört? Können wir das aus... Ne, können wir nicht kaputt machen. Okay. So, dann räuschen. Ah, das war's? Achso, okay. Super, das war's dann mit der Folge. War doch nicht so lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann... Ups. Das war jetzt gerade nix. Dann nenne ich zu Ende. Entschuldigung. Der Kugeln und der Toten fand ich, dass ein alter Freund noch sehr lebendig war. Dimitri Petrenko. Bei der Belagerung von Stalingrad ist er dem Tod oft von der Schippe gesprungen. Solange er lebt, wird auf das Herz dieser Armee schlagen. Wir können stolz auf ihn sein. So, jetzt war es das mit dem Video. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert mich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.